herzlich willkommen zur inzwischen 81. Ausgabe des Tele-Stammtisch, eurem Podcast für Comic-Zeugs und tatsächlich sogar Comic-Inhalte und noch besser, manchmal sogar Comic-Interviews. So ein Interview habe ich jetzt geführt vor gar nicht allzu langer Zeit. Passend zum aktuellen Start des neuen Lucky Lukes hatte ich die große Gelegenheit, die einmalige Chance eigentlich, den lieben Jules, den Autoren der eben Lucky Luke-Reihe, ja, im Zoom-Call bzw. im Teams-Call zu treffen. Ich habe ihm ein paar Fragen stellen können, unter anderem auch Fragen, die ihr eingereicht habt, zum Beispiel über die Social-Media-Plattform oder auch über die Chatgruppen der Comic-Cookies. Ja, und da habe ich mir überlegt, quatsche ich eine Runde mit dem jungen Mann, der auch ganz aktuell für den Rantanplanz Arche den Band 101 von Lucky Luke als Autor verantwortlich ist. Zeichner ist weiterhin der ASD, der stand mir nicht zur Verfügung, aber seine Antworten und meine Fragen wurden immer so pingpongmäßig hin und her übersetzt vom lieben Klaus Jürgen. Das Ganze habe ich hier zusammengeschnitten in einer Art und Weise, die, glaube ich, gut, unterhaltsam und vor allem kurzweilig geworden ist. Ich bedanke mich sehr an alle, die Fragen dagelassen haben und wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Interview, das ich toll fand. Ich habe den Band gern gelesen. Wie er mir im Detail gefallen hat, werdet ihr demnächst übrigens bei den Comic-Cookies erfahren, wo wir den wahrscheinlich besprechen werden. Nun also viel Spaß mit dieser ja relativ kurzen, aber nicht minder geilen Ausgabe des Tele-Stammtisch. Hinterlasst gern Feedback oder meldet euch via Social Media auf Facebook, Twitter, Instagram oder guckt auch mal auf tele-stammtisch.de vorbei. Dort findet ihr noch weitere Informationen zum Tele-Stammtisch und könnt eben auch Kontakt mit mir und der ganzen Filmredaktion, vor allem des Tele-Stammtischs, aufnehmen. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Andi. Nun beginnt es unser großes Interview zum aktuellen Band von Lucky Luke, der jetzt ganz aktuell auch bei uns in Deutschland erscheint. International haben die meines Wissens immer den gleichen Start und es ist mir eine wahre Freude, heute auch den Autoren dieses Werkes und eben der aktuellen Lucky Luke-Geschichten hier bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Das ganze Gespräch wird übersetzt von dem lieben Klaus Jürgen, den wir hier auch schon zu Gast hatten, und ich bin doch sehr gespannt, wo die Reise hingeht, wenn wir uns heute mit einem Comic-Autoren unterhalten, der schon wirklich für viel positive Aufmerksamkeit in den letzten Monaten und auch Jahren eigentlich gesorgt hat. Es kommt vieles von dem, was er macht, bei uns hier in Deutschland auch an und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Eh bien, moi, je suis Jules. Je suis dessinateur et scénariste de bande dessinée. Alors, au départ, also, es handelt sich hier um Jules. Jules ist jemand, der eigentlich von der Presse kommt, also er hat Pressezeichnungen gemacht in seinen Anfängen. Er ist dann dazu gekommen, nachher seine eigenen Zeichnungen, seine eigenen Comics auch zu machen. Seine erfolgreichsten waren bis jetzt Cidix and the City, das wurde auch von Arte aufgenommen und zu kleinen Clips gesendet. Er hat auch andere Dinge gemacht, wie 50 Shades of Greek. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch jetzt eigentlich heißt. Und seit ungefähr fast 10 Jahren ist er auch der offizielle Autor von Lucky Luke geworden. Lucky Luke, den er zusammen mit seinem Kollegen, also HD, der als Zeichner tätig ist, zusammen jetzt schreibt, in der Nachfolge von Goscinny, also ist in den Fußstapfen von Goscinny getreten und ja, als ein Stück, sagen wir mal, Comic-Kultur und ja, dass er damit weiterführte. Lieber Jules, seit circa 10 Jahren bist du bereits an der Lucky Luke-Reihe dran und die 10 Jahre sind ja nur ein Teil der Gesamtgeschichte Lucky Lukes. Was macht die Figur Lucky Luke und seine Geschichten eigentlich so zeitlos, dass sie über Jahre hinweg Generationen an Menschen anspricht? Ja, ist eine gute Frage, weil es gibt ganz, ganz viele Serien, die sehr, sehr populär waren, so unglaublichen Erfolg hatten, aber dann irgendwann unmodern werden, einschlafen. Bei Lucky Luke ist es eben ganz anders. Das liegt vielleicht daran, bestimmt daran, dass Lucky Luke im Far West in einer Zeit spielt, in der eigentlich sehr viele Dinge passiert sind, also in der viele in der gesellschaftlich, aber auch in der Technik Dinge geschaffen wurden, aufkamen, die auch heute noch eine Rolle spielen. Also die damals wurde eigentlich der Keim gelegt von ganz vielen Entwicklungen, die heute auch einen großen Anklang finden, also jetzt auch in unserer Zeit dann wichtig sind, sodass wir uns in diese Zeit auch im Far West immer wieder erkennen können. Und das ist auch etwas, was er gerade dann einführt, also dass er in den letzten 4 Bänden, die er selbst geschaffen hat, dann auch
immer im Kopf hat, dass er an solche Sachen dann anknüpft. Die ganz aktuellen Bände, also die, die von dir kommen, Jules, die haben ja auch tatsächlich genau diese, wenn man so will, ja auch zeitlosen Themen. Also Tierschutz, veganes Leben oder auch Rassismus sind jetzt beispielhafte Themen, die wir in diesen Bänden derzeit so finden. Würdest du sagen, das ist so dein Fokus, dass du immer auch so ein, ja, obwohl sie zeitlos sind, dann doch modernes Thema als Teilaspekt dann in die Geschichten mit einbringst? Moi, je pense que es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, an Lucky Luke heranzugehen. Also die traditionelle Sache ist natürlich, Lucky Luke muss Abenteuer sein und gleichzeitig auch Humor haben. Das bewegt alle Kinder praktisch, Lucky Luke zu lesen. Deswegen muss das natürlich drin sein. Aber es gibt dann eine andere Ebene, in der man eben auch heutige Themen anspricht, sodass das dann auch die Eltern und selbst die Großeltern ansprechen kann, indem man eben Themen behandelt, die in der Zeit des Wilden Westens schon im Schwange waren, aber die dann auch heute noch sehr wichtig sind. Und auf die Art kann man praktisch gleichzeitig drei Generationen ansprechen, also nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen und die Großeltern, sodass also ein Lucky Luke heute auch von allen Generationen gelesen werden kann. Und das ist wirklich etwas ganz Besonderes im ganzen Bereich der Literatur. Dann lass doch vielleicht ganz konkret auf den aktuellen 101. Band zu sprechen kommen. Die Rede ist von Rantanplans Arche, den wir jetzt Anfang November auch in Deutschland bekommen. Soweit ich das, könnte gerne mich korrigieren, ist, glaube ich, auch international immer gleichzeitig der Start. Eins der großen Themen ist ja Tierschutz. Letztlich ist es eine Geschichte, die sich auf genau dieses Thema mit fokussiert und damit einhergehen dann auch veganes Leben, vegane Essgewohnheiten. Wie kam es denn konkret jetzt zu diesem Thema und zur Entstehung dieser Geschichte? En fait, quand je faisais des recherches, Jules hat Recherchen gemacht, er macht regelmäßig Recherchen über die Zeit, über den Wilden Westen und so, und er ist auf die Tatsache gestoßen, dass der erste Tierschutzbund eben 1886 von Henri Berg in Amerika gegründet wurde und dass eben dieser Berg auch einmal eine Rundreise quer durch den Wilden Westen gemacht hat, um die Einwohner dann zum Tierwohl zu bekehren. Und da hat sich gleich gesagt, das ist ja wahnsinnig, also interessant, also da sofort darauf angesprungen, dass man das ausnutzen konnte in Far West, der ja eigentlich eine Welt ist von Jägern, Cowboys, und so weiter, mit dem, also den es so sehr, sehr wild zugeht und dass man das, dass wenn man jetzt auf einmal diese Leute da, diese ruppigen Jäger, Cowboys und so weiter zum Vegetariertum bekehren würde, dass das wirklich ein tolles Thema wäre und an sich schon allein witzig und deswegen kam man da drauf. Wie lange hat er jetzt konkret dran gesessen? Ich habe ein Interview gesehen, wo er Recherchen macht. Das war, glaube ich, für einen der älteren Bände. Wie lange hat jetzt konkret die Arbeit hier an diesem Werk gedauert und vor allem auch die Recherchearbeit? En fait, pour entre chaque Lucky Luke, also das ist natürlich ein bisschen Unterschied. Also Lucky Luke erscheint ja im Abstand immer von 2 Jahren. Und eigentlich ist das aufgeteilt. Es gibt ein Jahr, in dem er das Szenario schreibt, die er hat, um das Ganze zu entwickeln. Und ein Jahr hat eigentlich der Zeichner dann, um daraus dann die fertigen Zeichnungen zu machen. Also er hat macht sich natürlich erstmal nach der Recherchen und das hängt davon ab, wie das Thema ist. Also manchmal muss man sehr viel lesen und sich eingraben, um die nötigen Informationen rauszuziehen. Wenn das passiert ist, rechnet ungefähr mit 3 Monaten um, also das fertige Szenario dann auszuschreiben. Also er entwickelt dann schon ein Szenario, in dem eigentlich dann Kästchen für Kästchen die Geschichte auch schon festgelegt wird, in dem also mit kleinen Kritzelfiguren schon auch festgelegt wird, wie jedes Kästchen so aussehen soll. Und der Zeichner bekommt dann schon die fertigen Seiten, also mit Text und mit Einteilung, Seiten, also Kästcheneinteilung vorgelegt. Und dass HD dann sich daran arbeiten kann, um da weiterzumachen.
Das heißt, HD setzt dann einfach nur noch 1:1 die Scribbles und das Konzept um oder gibt es da so eine Feedback-Schleife? On a parfois des discussions pendant also, que je travaille, während Jules das, den Text, die Geschichte ausarbeitet, stellt er manchmal natürlich Fragen an den Zeichner, so um abzustimmen, ob er damit einverstanden ist und so weiter und was er dazu davon hält. Aber wenn das, die fertige Geschichte einmal geschrieben ist, dann greift der Zeichner nicht mehr damit ein. Also er kann natürlich in den Zeichnungen seine auch sich selber einbringen. Also manchmal verändert HD dann die Einteilung der Kästchen, dass er manchmal aus 2-3 Kästchen eins Großes macht oder das anders unterteilt, die Zeichnungen auf der Seite anders unterbringt und so. Aber am Text selber wird dann nichts mehr geändert. Lieber Jules, bist du eigentlich selbst Veganer? Alors moi, je suis d'une génération, also er selber kommt natürlich aus einer Generation, in der man Fleisch eigentlich so bei jeder Mahlzeit Fleisch gegessen hat. Und natürlich entwickelt sich die Welt weiter und er auch und auch in seiner Familie. Also seine Töchter, er sieht ja selber, wie das ist. Seine Kinder haben das auch nach Hause gebracht und so. Und natürlich regt das zum Nachdenken an. Also man entwickelt sich dann auch weiter. Also auch zu Hause hat sich die Ernährung doch umgestellt. Also und man ja überlegt auch, also er ist jetzt nicht Veganer geworden oder Vegetarier, aber ja, dass die Ernährungsgewohnheiten haben sich schon geändert. Und das ist auch das Interessante, sagt er da, dass die Welt sich auch ändert, ja. Die Welt ändert sich und es ist ja auch letztlich eine Erweiterung des eigenen Speiseplanes und keine Einschränkung dessen. Das ist schon toll. Ich kann das nachvollziehen, was er sagt. Im Vorfeld unseres Gesprächs habe ich mir erlaubt, mal in der Community bekannt zu geben, dass wir unser Gespräch führen werden. Und tatsächlich haben einzelne Leute auch Fragen eingereicht, die ich heute gern weiterleiten möchte. Unter anderem hat der Jürgen auch gefragt, Lucky Luke zu schreiben ist ja nicht nur, also es ist eine große Ehre, es ist eine große Reihe, international erfolgreich mit einem großen Publikum, das dieses natürlich auch genau im Blick hat, was da los ist. Aber unter Umständen ist es vielleicht auch noch ein bisschen Spaß, genau diese Reihe zu schreiben. Unter Umständen hat Julia auch Spaß dabei. Ist das so? Hat er noch Spaß beim Arbeiten an Lucky Luke oder ist es Arbeit? Also es ist jetzt zwiespältig. Also natürlich ist es für ihn ein Traum eigentlich, Lucky Luke zu machen. Aber immer wenn er damit anfängt, wenn er einen Lucky Luke schreibt, ist es immer so eine, zerreißt es ihn. Also es muss sich überwinden. Es ist immer eine Herausforderung. Und immer denkt er sich, nein, du schaffst es nicht. Also es geht nicht. Diese Geschichte wirst du nie zu Ende bringen. Und nur so ganz nach und nach kommen dann doch die Gags und eins zum anderen. Und wenn er dann kurz vor dem Ende steht, auf einmal wird da so eine große Begeisterung daraus und so große Enthusiasmus. Und indem er dann die Geschichte zu Ende schreibt und ganz zum Schluss stellt er dann doch fest, dass er ganz viel Freude dran gehabt hat im Nachhinein. Und es ist immer, wie gesagt, eine große Challenge gleichzeitig, aber auch ein etwas Tolles, was man machen kann, eine Begeisterung. Der Sascha fragt, was ist eigentlich sein Lieblings-Lucky Luke-Comic? C'est difficile à dire, mais, ja, es gibt eigentlich einen Lucky Luke, der ein bisschen intellektuell ist, also der die hieß der auf Deutsch, die Heilung der Daltons, also wo die Daltons eine Psychoanalyse durchmachen. Und also ein Psychiater, der aus Österreich kommt, glaube ich, also und dann die Daltons analysiert und das fand er schon immer super, also als Geschichte. So dass Avril Dalton, der ja der Dümmste der ganzen Clique ist, auf einmal dann durch diese Psychoanalyse hyperintelligent wird. Etwas, was der Patrick noch fragt und ich kann das auf jeden Fall bestätigen,
Was mir an dem Werk wirklich gut gefallen hat, ist letztlich, wie hier Tier und Mensch miteinander interagieren. Wir haben ja schon immer auch mit Jolly Jumper diese unmittelbare, im Dialog stattfindende Interaktion. Wir haben hier aber auch den Umgang auch mit Rantanplan natürlich und eben auch den weiteren Tieren auf dieser Farm. Und er fragt halt jetzt der Patrick, ob der Jules generell Fan von Rantanplan ist und ob er jetzt vielleicht auch im Hinblick auf die kindliche Zielgruppe jetzt hier dem eine größere Rolle gegeben hat, ist eventuell sogar da eine eigene Reihe für ihn vorstellbar. Alors, je crois que dans le passé, on avait imaginé... Ja, das hat man eigentlich schon früher versucht. Es gab schon einige Rantanplan-Hefte und das hat nicht so gut funktioniert. Warum? Weil eigentlich die ganze Lucky Luke-Geschichten sind sehr binär aufgebaut. Also es gibt die Guten und die Bösen, die gegeneinander kämpfen. Und Rantanplan ist eigentlich eine Figur, die dazwischen steht, die eigentlich hineinkommt und den Rhythmus eigentlich stört. Also die da als Störfaktor dann alles durcheinander bringt und deswegen dann so lustig wird. Und deswegen braucht Rantanplan praktisch auch diese Rahmenhandlung des normalen Lucky Lukes. Also Jules glaubt, dass es eben nötig, dass Rantanplan nur in diesem Zusammenhang auftritt. Wird wahrscheinlich dann auch weiter so bleiben. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob man darüber reden kann, aber gibt es irgendwelche Ideen oder gar sogar Pläne für weitere Animations- und Realfilme im Lucky Luke-Universum? Es gibt viele Projekte, also sehr viele Projekte, meinte er, sowohl was Filme mit Realschauspielern, aber auch mit als Zeichentrickfilme angeht, sowohl Kino als auch Fernsehen, also in Serienform. Er arbeitet selber schon an einem Szenario für einen Film, der also als Zeichentrickfilm gedacht ist. Aber er weiß noch nicht, wann das rauskommt, wie das genau ist. Aber es gibt also mehrere Projekte jedenfalls. Wir werden also in Zukunft, in den nächsten Jahren noch einiges erleben an audiovisuellen Möglichkeiten. Wunderbar, da freuen wir uns drauf. Zwei konkrete Fragen, weil ich hier natürlich zum einen den Autoren als auch den Übersetzer vor mir habe. Das bietet sich natürlich an. Zum einen die Frage der Befindlichkeiten. Wir hatten es ganz zu Beginn des Gesprächs, es geht hier um aktuelle Themen. Man kann beispielsweise mit Veganismus natürlich in jede Richtung irgendwie auch Befindlichkeiten, nun ja, kaputt machen oder Leuten halt auf den Schlips treten. Du kannst beispielsweise, wir haben ja auch einen krassen Veganer, einen Extremveganer, beziehungsweise das geht in eine extreme Richtung. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch Leute verschrecken, die viel Fleisch essen und da die falschen Worte finden. Es ist schwierig, Menschen mit solchen Themen, auch in der Wortwahl vor allem, hier nicht auf den Schlips zu treten. Und gab es da vielleicht Probleme auch beim Übersetzungsprozess vom Französischen ins Deutsche? Le premier album que j'ai fait de Lucky Luke, c'était sur les Juifs. Also, es gibt ja nicht nur diesen Band, sondern auch schon die Vorläufer. Also, ein Band, der spricht von Rassismus und anderer, der erste, den er gemacht hat, über die Juden im Westen. Das sind schon Themen, die eigentlich noch viel mehr dazu geeignet sind, bei den Leuten auf den Schlips zu treten und so. Solche Themen angesprochen werden, ist eben das Spannende. Da man kann seiner Meinung nach ist es in Lucky Luke möglich, die Meinung von verschiedenen Figuren, also von verschiedenen Meinungen aufzunehmen und jeden zu Wort kommen zu lassen. Etwas, was in der Gesellschaft heutzutage oft viel zu wenig gemacht wird. Heutzutage gibt es immer nur die Leute, die dafür, dagegen sind und sich dann streiten. Lucky Luke ermöglicht es, alle zu Wort kommen zu lassen, deren Position zu zeigen und so, dass jeder Leser, wenn er den Lucky Luke liest, seine eigene Meinung bilden kann und sich auf eine Seite stellen kann, wie er das möchte, das aus seiner Perspektive sehen kann, ohne dass er aber auch verletzt wird durch das, was andere so sagen. Also man kann den Lucky Luke so sehen oder so sehen und sich eine Meinung bilden. Das ist eben das auch das Tolle an Lucky Luke, dass er sowas noch kann, dass man sowas hinkriegt, dass man sowas kann dann.
Dann zur vorletzten Frage für unser Gespräch heute, das sich jetzt auch gleich dem Ende neigt. Der liebe Tom aus der Community, der fragt, ob es einen, und damit da will ich quasi auch einsteigen, einen Goscinny-Kniff gäbe. Der meint ja insbesondere die Wortspiele, die wir hier in Lucky Luke zuhauf drin haben. Mir sind natürlich auch diese ganzen, ich sag mal, Veggie- und Gemüse-Wortspiele aufgefallen, die ich wirklich faszinierend finde. Und da wird mich natürlich interessieren, ob das einfach super schwierig ist, ob das eine Sache ist, die erst in der Übersetzung reingekommen ist oder ob da schon in der Vorlage einfach viel, sag ich mal, eine Sammlung an solchen Sprüchen drin war. Das wird mich interessieren, ja. Alors, là, je suis très content d'être avec mon. Er sagt, das ist natürlich gut, dass ich als Übersetzer mit dabei sitze, um dann auch was dazu zu sagen. Es ist schon, dass er als Autor auch diese ganzen Wortspiele und so viel mehr Wortspiele, Anspielungen hineinbringt. Die muss man natürlich dann auch entsprechend übertragen ins Deutsche, in die deutsche Version. Das muss man auch mit dem nötigen Fingerspitzengefühl und so dann machen. Aber es ist auch im Original schon alles drin. Also er orientiert sich mehr, immer mehr so an Goscinny und etwas, was auch mehr an Asterix anklingt als an die ursprünglichen Lucky Luke-Geschichten. Aber er hat nicht das Gefühl, damit Lucky Luke zu verraten, weil Goscinny auch diesen Humor ja hatte. Und deswegen findet er das auch gut. Etwas, was mehr die Erwachsenen anspricht als die Kinder. Aber das muss natürlich so sein, dass die Geschichte trotzdem immer flüssig bleibt, dass es nicht irgendwie aufgesetzt ist. Das muss immer sich integrieren gut in die Geschichte und auch darf die Kinder nicht stören, die das lesen. Ne? Genau. Also das darf nie so sein, dass auch ein 8-jähriges Kind auf einmal sagt, ich verstehe nicht mehr die Szene. Ich verstehe jetzt nicht, was da passiert. Sondern es muss einfach, entweder muss es drüber weglesen, wenn man es nicht versteht, und einfach die Geschichte weiterlesen. Bevor ich euch nach aktuellen, auch Lucky Luke fremden Leseempfehlungen, persönlichen Empfehlungen frage, da auch nochmal eine kurze Frage, nämlich zu den Hommage-Bänden. Ich persönlich liebe die aktuell erscheinenden auch Hommage-Bände von Lucky Luke. Ich finde das eine der besten Sachen, die der Reihe passieren konnte. Und deswegen würde mich doch sehr interessieren, was Jules von diesen hält. Also er fand das ganz nett und lustig auch. Das war zur Gelegenheit des Geburtstags von Lucky Luke praktisch, der 70-jährige Lucky Luke, dass man sowas mal gemacht hat. Er selber fand die Bände, die humoristisch waren, am besten, die so ernsthaft waren, nicht, aber trotzdem fand es sehr, sehr interessant, auch mal Lucky Luke in einer anderen Perspektive zu sehen. Allerdings ist das etwas, was nicht dauernd weitergeführt werden sollte, weil sonst wird Lucky Luke nachher irgendwie verwässert oder geht unter nachher, wenn das zu viel in anderen Sachen wäre. Das wird also weiter jetzt erstmal in den klassischen Geschichten so weitergehen. Dann würde mich ganz zum Schluss noch einfach als Abschluss dieses Gesprächs interessieren, ob ihr beide jeweils einfach eine aktuelle Leseempfehlung von euch habt. Also gerne was, wo ihr vielleicht selbst beteiligt wart oder an anderen, jetzt insbesondere einen Comic, den ihr uns einfach gerne ans Herz legen wollt. Vielleicht auch erstmal unabhängig davon, ob der jetzt in Deutschland erscheint oder nicht, das wisst ihr vielleicht gar nicht so gut. Habt ihr eine aktuelle Leseempfehlung? Er hat letztens einen Comic gelesen von einer türkischen Autorin, die in den USA wohnt, der Özge Samanjö. Özge Samanjö. Und die auf amerikanischem Englisch einen Comic rausgebracht hat, der hieß Dare to Disappoint. Dare to Disappoint. Und es fand ja genial, wirklich ein super Comic und so weiter. Der ist jetzt auf Französisch rausbekommen. Der müsste dann eigentlich, meint er, auch auf Deutsch erhältlich sein. Also das wäre wirklich was zu empfehlen. Ich selber, vielleicht zwei Serien. Einmal von Sidru, Wunderbare Sommer. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist ein wunderschöner Comic, bei Salek erschienen. Und für Kult-Comics mache ich jetzt die Serie von Godard und Ribera, Vagabund der Unendlichkeit. Wird nochmal ganz neu übersetzt und in einer
aktuellen Version herausgebracht. Das ist einer meiner Lieblinge eigentlich, die ich auch schon vor langer Zeit angefangen habe und der aber dauernd in verschiedenen Verlagen dann ziemlich konfus veröffentlicht wurde. Der erscheint demnächst und ist super, ja. Fantastisch, fantastisch. Lieber Julie, lieber Klaus, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Hat mich sehr gefreut, Dankeschön. Euch mal persönlich zu sehen und kennenzulernen. Bis zum nächsten Mal. Danke, war ein Vergnügen. Tschüss. Tschüss. Bye. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.